Tolle ist, wer hier vorne sitzt, der kann immer schön animieren. Und ja, und ich habe ja versprochen, dass ich mein erstes Lied, was ich jemals auswendig gelernt habe, also mein erstes Rainer-May-Lied, spiele. Das ist das Lieblingslied von mir am Anfang gewesen und das Lieblingslied meiner Mama und das Lieblingslied von Esther Leverenz, die sitzt auch hier, die hilft mir immer wieder ganz aus der Patsche. Und sie kennt ganz viele Theatermenschen. Okay, ist andere Geschichte. Zumindest, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem letzten Lied. Auf Wiedersehen. Kein Problem, ja, das ist die Bahn, die muss. Wie spät ist es? Tschüss. Ja, also jetzt sind wir ganz unter uns. Und jetzt bin ich euch 7:15. Dunkle Regenwolken sind aufgezogen, die Dämmerung fällt auf einmal ganz schnell. Überm Stahlwerk flackert blau der Neonbogen, die Fenster im Ort werden hell. Wo hast du dich nur wieder rumgetrieben, zieh die klatschnassen Schuh erstmal aus. Manchmal wünschte ich, es wäre nochmal 7:15. Und ich wünschte, ich käme nach Haus. Und es soll Sonnabend sein und es soll Topfkuchen geben. Und das soll schon auf dem Küchentisch stehen. Und eine Kanne Kakao und meine Tasse daneben. Und ich darf die braune Backform umdrehen. Schokoladenflocken mit der Raspel gerieben in der Schaumkrone meines Kakaos. Manchmal wünschte ich, es wäre nochmal 7:15 und ich wünschte, ich käme nach Haus. Ein Brief zwischen Werbung und Zeitung im Kasten erschüttert dein Fundament. Anna und Heinz, die so gut zusammenpassten, haben sich einfach getrennt. Wie hast du sie beneidet, zwei, die sich so lieben, und plötzlich ist doch alles aus. Manchmal wünschte ich, es wäre nochmal 7:15, und ich wünschte, ich käme nach Haus. Und Vater soll im Wohnzimmer Radio hören, in seinem steinalten Grundicht versenkt. Und die Haltung sagt mir, bloß jetzt nicht stören, und wenn er den Blick auf mich lenkt, mit der vorwurfsvollen Geste die Brille hochschieben, Mensch ins Kind, wie siehst du wieder aus? Manchmal wünschte ich, es wäre nochmal 7:15, und ich wünschte, ich käme. Das Fell wird dünner und die Leere der Becher, der Zaubertrank wirkt nur noch schwer. Der Kummer sitzt tief und der Trost scheint schwächer und es heilt nicht alles mehr. Wo ist deine Sorglosigkeit geblieben? Was macht denn Erkenntnis daraus? Manchmal wünschte ich, es wäre nochmal 7:15. Und ich wünschte, ich käme nach Haus. Nur einen Augenblick nochmal das Bündel ablegen und mit arglosem Übermut durch dunkle Wege der Zuflucht entgegen und glauben können, alles wird gut. Manchmal wünschte ich, die Dinge wären so einfach geblieben und die Wege gingen nur geradeaus. Manchmal wünschte ich, es wäre nochmal 7:15 und ich wünschte, ich